Ja, ein herzliches Willkommen. Weiter geht's mit dieser Drakensang. Und zwar starten wir jetzt das Add-on Feliassons Geheimnis. Und ja, ich habe mal gerade ein bisschen rumprobiert. Ich habe es jetzt auch installiert gekriegt. Glücklicherweise läuft auch alles soweit, hoffe ich zumindest. Und wir können halt einfach hier weitermachen. Starten jetzt halt wieder auf dem Schiff. Mit unserer aktuellen Truppe, was ja ganz nett ist. Und ja, dann werden wir tatsächlich mal losgehen. Da hinten haben wir eine neue Quest. Sind wir schon hier auf der Karte. Und das startet dann die Quest mit der Nachtwache. Wir nehmen Fokrim mal wieder Was mit. ist? Natürlich. Wie kann ich dir helfen? Ich könnte mal gucken, ob wir noch eine Runde einkaufen vorher. Was gibt es denn? Oder? Na komm, lass mir dich mal Kuano darf. Ja, bitte. Ich hoffe, wir können dann nachher nochmal wechseln. Lasst euch nichts anmerken, ich bitte euch. Gerling hat mich schon auf die nächste Sache angesetzt. Aber das ist natürlich streng geheim. Aber ich habe gehört, dass ihr erfolgreich wart. Meinen Glückwunsch zum Abschluss der Mission. Nun könnt ihr Geld verprassen und feiern. Naja, gut, das wäre natürlich auch noch eine Idee. Das stimmt. Entschuldigung, nur einen Heller für einen alten Einbeinigen? Schauen wir mal. So. Andererseits, ihr habt jetzt alle so viel XP. Lasst uns doch mal, bevor wir da hingehen, erstmal aufleveln. Wie gesagt, zur Nachtwache gehen wir gleich. Da starten wir dann das Add-on. Mehr habe ich dann aber auch noch nicht mitgekriegt. Du kannst jetzt auch endlich hier mal deine Klingenwand nutzen. Das ist doch wunderbar. Schön, dich zu sehen. Was gibt es? So. Dann geh du mal. Obwohl, nee, dich will ich, glaube ich, eher auf Defensiv haben, ne? Meisterparade hast du. Hammerschlag können wir jetzt, jawohl. So. Hast du noch irgendwas? Du hast die ganzen Offensiven, das reicht. Meisterparade brauchst du halt nicht und den Rest. Ausdauer vielleicht eine Idee. Hast du aber alles schon. Rüstungsgewinnung könnte man noch weitermachen. Dass es da wenige Abzüge gibt und du gehst mal noch ein bisschen auf Schildkampf. So, damit werden deine Steuerungspunkte auch weg. Ja. Hast du noch irgendwas? Wieso kannst du den gezielten Stich? So, das ist Fernkampf, ja. Klingensturm wäre halt noch was bei dir. Dafür brauchst du jetzt einen Paradebasiswert von 9. Das ist im Gegensatz halt auch noch eine ganze Menge. Defensiven haben wir alle. Ach, Klingenwand brauchst du da sowieso für. Und dafür brauchst du einen Meisterparat. Okay, nee, dann lassen wir das tatsächlich mal. Ja.
Jetzt können wir die den Lademeister auf jeden Fall schon mal machen. Gilt das nur für Armbrüste? Ja, okay. Dann hat sich das erledigt. Ja. Du hast die ganzen Schildkämpfe schon gemacht. Ja, das sollte soweit passen. Du brauchst keinen Schildkampf, du hast Rüstungsgewöhnung und du hast Ausdauer. Trotzdem hast du die schlechteste Regeneration von allen. Okay. So, das haben wir soweit alles schon mal reingeschafft. Verspotten wir vielleicht auch noch eine Idee. Ja. So, die Klingwald hast du, den Hammerschlag kriegst du dann auch dazu. Bei dir ist vielleicht auch ganz gut, wenn du tankst. Naja. Ja, und ansonsten können wir, glaube ich, eh erstmal nichts großartig. Doch, Hiebwaffen können wir sogar noch eins hochmachen. Sehr schön. Ja? So, du hast Gewandtheit auf Maximum. Dann warte nochmal die Sache mit dem Fernkampf. Edition Fingerfertigkeit, Körperkraft. Da sind wir jetzt bei 13. 16 wären 29. Ja, immer noch 42. Wir müssen auf 45 kommen. Haben wir jetzt 44? Ich glaube, bei dir ist Intuition besser. Wir haben 9, okay. Endlich. So, dann brauchen wir es aber noch. Ich hoffe, wir kriegen noch XP. So, die Elfenpfeile, ja, wie gesagt. Heilung hat es halt auch einiges gekostet. Wer hat noch neue Sachen gekriegt? Was? Die habe ich ja, glaube ich, nur den Hammerschlag gegeben. Und wie gesagt, das andere, das war ja defensiv, genau. Also passiv. Hi. Du hast noch nichts Neues. Aber jetzt, wie gesagt, 300 brauchen wir dann für den Meisterschützen. Cool. Wurfwaffen brauchst du ja nicht großartig. Ja. Das sollte passen. Hast du was? Du hast, glaube ich, den gezielten Stich gekriegt. Ne, den haben wir sowieso schon gehabt. Was brauchst du? Also Todesstoß kannst, oder? Für ihn haben wir gezielten Stich und offensiven Kampfstil 1 haben wir. So, du kannst ihn wahrscheinlich nicht. Dann müssen wir zu einem anderen Lehrer. Schuld sein an dieser Einrufung. Was? Der Imker soll dahinter stecken? Das wäre wirklich ärgerlich. Bei wem soll ich dann den köstlichen Drachensirup kaufen? Ja, ich weiß, was du meinst. So, haben wir dann jetzt noch... Achso, wir haben die Sachen hier noch zum... Was? Ich habe beim letzten Mal gar nicht gemacht. Identifizieren. Kaltensteins Schwert, wie plus 9. Was könnt ihr eventuell noch in Corpo Frigo raushauen? Ja. Braucht im Moment aber niemand. Gab es sonst noch was zu identifizieren? Nö. Habt ihr neue Klamotten? Ihr habt euch richtig entschieden. Waffen, edle Waffen, Schwerter, ob kurz oder lang, breit oder schmal. Die edelsten Waffen gibt es bei mir. Ufei, orkischer Kompositbogen, Vorschlaghammer.
Ich glaube, verkaufen will ich auch gerade nicht. Lass uns doch mal schauen, was diese Quests hier anzubieten haben. So, gehen wir mal wieder zurück. Genug geradelt fürs Erste. Vielleicht kriegen wir da irgendwie bessere Waffen und Rüstung. Beziehungsweise bessere Ausrüstung generell. So, hier unten geht's dann ab soweit. Also in deiner Haut will ich lieber nicht stecken. Nochmal wird der Wachtmeister dir das nicht verzeihen. Das weiß ich selbst. Es ist nur, immer werde ich zur Nachtwache eingeteilt. Ich schaffe es einfach nicht, die ganze Nacht die Augen offen zu halten. Kommt herbei und bestaunt meine exquisite Ware. Feinstes Du aus dem sonnigen Süden zu unschlagbaren Es ist aber doch was passiert. Und du? Hast einen Plan? Na, da bin ich aber gespannt. Willst du die Wache verlassen und dich am Hofe des Kaisers als Attaché für Schlafangelegenheiten verdingen? Du redest vielleicht ein Unfug. Nein, nein, der Plan ist viel einfacher. Einfacher? Komm herbei! Das musst du mir erklären. Meine exquisite Was hast du dann vor? Feinstes Tuch. Ah, du bist doch auch Mitglied der Wache. Kannst du einem Kumpel unter die Arme greifen? So sieht also dein genialer Plan aus. Na, ich gehe mal lieber auf meinen Posten, bevor ich auch noch Ärger bekomme. Ah, soll er nur verschwinden. Auf seine Helme kann ich gut verzichten. Was aber ist mit dir? Kann ich wenigstens auf dich zählen? Auf mich? Ich weiß noch nicht mehr, worum es geht. Nun, seit den Ereignissen am Hafen möchte der Wachtmeister hier nachts immer einen Posten Wache stehen haben. Das ist eine furchtbar langweilige Aufgabe. Jedes Mal schläfst du ein, egal wie sehr du dagegen ankämpfst? Ja. Aber so einfach ist das nicht. Der Wachtmeister möchte nämlich immer früh morgens meinen Bericht haben. Wärst du bereit, mich morgen früh zu wecken, damit ich rechtzeitig für meinen Bericht beim Kommandanten ankomme? Na, von mir aus, ich tue es. Auch wenn ich nicht weiß, was du dann berichten willst. Es soll dein Schaden nicht sein. Hier. Nimm dieses Geld für dein Versprechen, mich morgen früh rechtzeitig zu wecken. Okay, du hast mein Ehrenwort. Hab Dank. Ihr könnt in dem Haus hinter mir am Kai die Nacht verbringen und zur rechten Zeit nach mir schauen. Gut, machen wir dann mal. Du bist auch neu, oder? Willkommen im schönen Nadorek. Ich freue mich immer über neue Gesichter in der Stadt. So überschwänglich, worum geht's denn? Mein Name ist Ravina Eisenwalder. Nun, ich sammle alte Landkarten. Vor kurzem ist mir diese Schatzkarte in die Hände gefallen. Ich dachte, ihr hättet vielleicht Interesse. Hört sich lustig an. Ihr habt 5 Silberlinge. Gebt her das gute Stück. Abgemacht. Hier habt ihr eure Schatzkarte. Aves mit euch. Dankeschön, eine kleine Schatzkarte. Gucken wir uns doch direkt mal an. Ein Questgegenstand war das. Auf dieser kleinen Schatzkarte ist ein Ausschnitt aus einer Landschaft zu sehen, zusammen mit einigen gekritzelten Notizen. Eine Struktur am Rand der Karte muss wohl eine Stadtmauer mit einem Turm sein, die auf einem Felsen steht. Dahinter ist ein großes Gebäude mit einem Braille-Symbol darauf eingezeichnet. Zwischen der Stadtmauer und ein paar bewaldeten Felsen führt ein Pfad entlang, auf dem ein X die Stelle nahe der Stadtmauer eingezeichnet hat. Das könnte doch ganz in der Nähe sein. So, Folge der Karte. Die Wachen bitte drängen, das haben wir dann noch. Wie gesagt, die beiden. So schon, die können wir tatsächlich noch machen. Die Sache mit der das mit der Zwergenbinde lässt sich halt leider nicht mehr beenden. Das ist ein wenig verbuggt, das werden wir es halt dauernd in dem Dings hier haben. Ein Questlog.
So, aber erstmal Zeit, die Nacht zu verbringen. Unterdessen sah es ganz danach aus, als seien die vielen Piratenüberfälle nicht das einzig Sonderbare, was sich auf dem großen Fluss zutragen sollte. Im Schild. Die Antwort darauf sollten wir schon bald herausfinden. Wie? Was? Wo? Aufwachen, du musst doch Nirol für den Bericht erstatten. Schon vergessen? Oh, ja. Sofort. Danke fürs rechtzeitige Wecken. Habe ich irgendwas verpasst? Des Nachts waren einige Torwalsche Drachenboote auf dem Fluss unterwegs. Drachenboote? Sehr lustig. Was sollten denn Drachenboote hier auf dem großen Fluss? Lauft um euer Leben, die Torwaller kommen. Ich bin Torwaller? Na, ich laufe dann mal zum Kommandanten und erstatte ihm Bericht, dass wieder einmal rein gar nichts auf dem Fluss passiert ist. Kommt herbei! Erstaunt meine exquisite Wahl! Dann mach mal. Feinstes Tuch aus dem sonnigen Süden zu unschlagbaren Preis. Ja, wir könnten ja mal gucken. Haben wir jetzt da? Magierturm Schatz. Das Tor war der Lager am sanften Ochsen. Ja, vielleicht schauen wir uns dann doch erstmal den Schatz noch an. Ist hier mehr oder weniger auf dem Weg gerade. Ups, einmal in die andere Richtung, bitte. Und dann begeben wir uns jetzt erstmal nach rechts. Naja, das ist jetzt auch kein Akt mehr. Ah, ihr wollt Stress? Ah, ich glaube, das können wir ändern. Ja. Ich versinne das zwei. Na dann. Ja. Du kannst hier noch ein bisschen draufstechen. Komm schon! Also war das nur ein dreister Versuch, uns in einen Hinterhalt zu locken. Du musst dich mal überladen. Vielleicht müssen wir doch eine Runde Schrott verkaufen. So, du darfst allerdings auch jetzt erstmal die Verbände abgeben. Ist da noch der Schleifstein? Den Zwölfen sei Dank. Ihr habt diese Halunken in die Flucht geschlagen. Würde mich nicht wundern, wenn die mit dieser Betrügerin unter einer Decke steckten. Meint ihr, wird die Kartenhändlerin? Wie hieß sie doch gleich? Eisenwalder? Genau. Travina Eisenwalder. Den Leuten gefälschte Karten anzudrehen ist eine Sache. Aber einem die Räuber auf den Hals setzen? Dieser Betrügerin sollte man das Handwerk legen. Jetzt wo es sagt, ich werde mir diese Dame mal vorknöpfen. Das ging gerade noch mal gut. Nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn ihr uns nicht zur Hilfe geeilt wird.
Und das alles nur wegen so einer dummen Schatzkarte. Wegen genau so einer Schatzkarte kam ich auch hier. Ihr habt ja nicht zufällig, ihr habt eure nicht zufällig von einer sonderbaren Kartensammlerin? Aber ja. Mir schwante, dass es keine richtige Schatzkarte sein würde. Ich glaubte aber, es könnte trotzdem ein lustiger Zeitvertreib sein. Mit einem Überfall hätte ich doch nie gerechnet. Ja, die Kartenhändlerin werde ich mal vorknüpfen. Mal sehen, was sie dazu zu sagen hat. So, und vielleicht gehen wir dann doch nochmal zum Marktplatz. Westmarker ist tatsächlich weg. Dann werden wir das ganze Zeug los, das ihr mit euch rumschleppt. Na, ihr? Kommen die Blutfliegen noch direkt mit. So, ich glaube, bei dir können wir schon mal anfangen. Ja, dann verkaufen wir jetzt gerade mal noch eine ganze Menge. Kommt heran, Rüstungen jeder. Ihr habt euch recht. Wirst du wohl still sein? Zack, so, die rostigen Nägel können weg. Bolzen behalte ich mal. Apfel kann weg. Das können wir eventuell noch benutzen. Sandalen können weg. Der Schild kann weg. Einen Stiefel brauchen wir nicht mehr. Das mit den Söldnern haben wir auch erledigt. Haarnadel hauen wir mal raus. Die Schienen können weg. Ein ehrlich gesagt geschmeidiger Raja. Mal großartig nutzen werden. So, du hast halt das ganze das Brötchen hauen wir jetzt auch mal raus. Ja? Fussel brauchen wir nicht mehr. Du hast Verbände, das ist gut. Die brauchen wir. Ansonsten. Das ist halt auch eine ganze Menge Rapienfedern. Der Knauf ist erstaunlich viel wert. Die Alrauen noch zum Upgraden, falls wir das noch machen sollten. Ich glaube, der Mist kann aber auch mal weg. Heiltrank gerne noch behalten. Die Basiliskenzunge für Notfälle. Stimmt, der Fisch. Flusskiesel, wir haben ja keine Steinschleuder, die können auch mal weg. Kaltensteins Schwert brauchen wir halt auch nicht. So, Dietrich hätte ich dann ganz gern noch. Das brauchen wir halt auch nicht mehr wirklich. Gänsefedern können wir eventuell abgeben. Haarnadeln können weg. Brandsalbe, wenn wir nochmal Feuerelementar oder irgendwas haben. Und ich hau jetzt mal hier die ganzen seltenen Münzen raus. Ich glaube nicht, dass wir die noch für irgendwas brauchen. Müsste vielleicht auch nicht unbedingt. Die Einbären können wir dann abgeben. Hofquano ist auch jetzt mittlerweile erledigt. Das Kleid, ich weiß nicht. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Du hast doch sowieso keine. Was? Jeder weiß doch, dass deine Zahnstocher nicht schneiden. Ich werde mit meinen die fetzen sich immer noch. Dann wirst du sehen, wie aber irgendwie ist hier die Dings gerade relativ schwach, die Performance. So.
Ach nee, Quatsch, ich wollte noch zurück und gucken, was Mademchen dazu zu sagen hat. Zu den Anschuldigungen. Wenn die überhaupt noch da ist. Könnten wir gleich mal speichern. Dann schauen wir jetzt da mal vorbei. Du glaubst ja nicht, was für ein Krempel so im Fluss liegt. Neulich hatte ich eine ganze Rüstung im Netz. Hm, klar hattest du das. Nein, ich habe auch gerade per Schnellreise machen können, fällt mir ein. Hm. Schon lange nicht mehr in Nadoret gewesen, oder zu lange. Du hast dich natürlich verzogen, ne? Im Torwall, da sitzen die Teufelsherren. Ja, das war zu erwarten. Na gut. Dann schauen wir mal, was die Torwaller hier zu erzählen haben. Was für eine komische Gegend. Selbst die Holzfäller fahren hier auf Schiffen herum. Das sind Torwaller. In Havena habe ich schon öfter solche Kerne und ihre Schiffe gesehen. Mal sehen, was die im Schilde führen. So, ab zum Lager. Na, wie geht's euch so, meine lieben Genossen? Hey, ich will meinen, er will uns eine aufgetakelte Landratte einen Besuch abstatten. Wertige Seeratte, scheinst von Swafnir mit Blindheit gesegnet worden zu sein. Erkennst du einen Landsmann nicht, wenn er vor dir steht? Gut gekontert, das wohl. Ich wollte nur sehen, ob du deine Manieren nicht vergessen hast. Gut, mein Freund, und sag mir, was machst du denn so weit entfernt von der Heimat? Nu, wenn du was willst, red mit Ino, dem Moha dahin. Der hat hier das Sagen. Okay. Sprich mal erst mit dem Ino, dann nehme ich mir Zeit für dich. Ich bin gespannt. Was, Ino? Und du so? Sprich mit Ino. Okay. Na dann, erzähl mal. Dein Weg hat dich hierher geführt. Sprich, Fremdling. Was willst du? Als Fremder würde ich mich nicht mehr bezeichnen. Würde ich mich nicht mehr bezeichnen. Als, euch. Aber sei es drum. Weshalb habt ihr euer Lager hier aufgeschlagen? Wir kamen hierher, weil unser Kapitän es so befohlen hat. Wer ist euer Kapitän? Wo steckt der? Ich sehe ihn nicht. Kapitän Aslai Fogwulf, Phileas, befahl uns, im Lager zu bleiben, während er einige Orte entlang des Flusses erkunden wollte. Allein. Doch, allmählich sorge ich mich. Er ist schon zu lange fort. Sorgt euch nicht länger, ich werde nach ihm suchen. Habt ihr eine Ahnung, wo er stecken könnte? Geh in die Wildnis, in die zollfeste Türstein. Dies ist der Ort, den meine Träume in Wiesen. Ich hoffe, du findest ihn, wenn er noch dort ist. Gut, dazu würde ich aber gerne noch mehr wissen, bevor ich mich auf den Weg mache. Na schön. Was willst du wissen? Was hat es mit diesen Träumen auf sich? Wenn ich das nur wüsste. Oft finde ich mich im Dunkel wieder und höre diese Stimmen. Manchmal sprechen sie als eine Stimme. Ein anderes Mal ist es, als würde all diesen Stimmen gegeneinander reden. Ist deine Neugier nun gestillt? Oder willst du noch etwas wissen? Nach was sucht Captain Fuckwolf eigentlich und warum lässt er sich durch eure Träume leiten? Der Kapitän sagte, dass meine Träume mit der Bitte eines Freundes zu tun hatten. Mehr wollte er nicht preisgeben. Ich hoffe, dass dieser furchtbare Spuck wieder aufhört, wenn er gefunden hat, was er sucht. Ist deine Neugier nun gestillt? Oder willst du noch etwas wissen? Entschuldigt, aber weshalb zieht ein Moa mit einer Truppe Seefahrer aus Torwall umher? Bamya Ramu, eine lange Geschichte. Nachdem du da fragst, vor allem aber auch eine, die ich Fremden nicht so einfach auf die Nase binde. Sagen wir einfach,
Ich habe meine Gründe. Ist deine Neugier nun gestillt? Oder willst du noch etwas wissen? Hab Dank, ich ziehe nun weiter. Auf bald. Na, dann schauen wir einen an. Sind wir dann doch mal hier angekommen. Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir, ob die Torwalder noch was zu erzählen haben. Und dann gucken wir mal, ob wir Feliasson finden. Soll wohl auch eins von den früheren D&D, nicht D&D, DSA Pen-Paper-Abenteuern sein. Von daher bin ich mal gespannt. Sagt mir gerade nichts, aber ich glaube, wir haben halt wenig von den offiziellen Abenteuern gespielt, sondern meist selbst erdachte. Wenn dann überhaupt. Willst du spielen, Sofgur? Vergiss es, Son. Sei denn, du trinkst einen mit. Lass mal. Ich kenne den Fusel, den du da hast, doch genau. Damit kannst du mich nicht mehr dran kriegen. Guck, versuchen können wir es ja mal. Aber ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.